Hallo meine lieben Foodlover, heute habe ich ein Rezept für diese unfassbar leckeren Low Carb und Keto Brownies für euch. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für weitere leckere und gesunde Rezepte. Für die Brownies benötigt ihr folgende Zutaten: 110 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm Butter, 60 Gramm zuckerfreie Schokolade. Ihr könnt entweder Vollmilch- oder Zartbitterschokolade nehmen oder eine Mischung aus Zartbitter- und Vollmilchschokolade. 90 Gramm Pudererythrit, 20 Gramm Kakao, 2 Eier der Größe M und 20 Gramm Walnüsse. Zunächst die Butter und die Schokolade in eine Schüssel geben und in der Mikrowelle langsam erwärmen, bis ihr eine homogene Masse habt. Dann die Schoko-Butter-Mischung in eine große Schüssel füllen und den Kakao hinzugeben. Anschließend noch das Pudererythrit hinzugeben und mit einem Schneebesen gründlich verrühren. Wenn die Masse nicht mehr so warm ist, könnt ihr die Eier hinzugeben. Zum Schluss noch die gemahlenen Mandeln und die Walnüsse hinzugeben und erneut vermischen. Die Masse dann in eine Form füllen. Ich hatte leider keine quadratische Form, deswegen habe ich eine Kastenform mit den Maßen 23 x 10 cm genommen. Die Brownies kommen dann für 30 Minuten bei 170 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Die Brownies erst vollständig abkühlen lassen und erst dann in Quadrate schneiden. Ich habe die Brownies in 10 kleine Stücke geschnitten. Ich freue mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Viel Spaß beim Nachmachen! Hier seht ihr noch die ungefähren Nährwerte für einen Brownie.